Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Stellaris Flucht nach vorn, wo wir einer Menschheit, die von der Erde vertrieben wurde, weil diese explodiert ist, begleiten, die versucht, einen Fuß im Universum zu fassen oder so. So, erstmal gucken wir, ob der Sound auch funktioniert, weil das war bei den letzten Videos ein bisschen ein Problem. Bla bla bla. Ja, scheint zu gehen. Gut, dann wollen wir uns mal hier wieder ein wenig orientieren. Okay, die nächste Wahl ist nächstes Jahr. Momentan haben wir Satayesh Kaderi, Physikerin, die uns, sie ist ein Befestiger, sie hat tiefe Verbindungen, das heißt, sie ist hier, hat irgendwie Vitamin B, wie man sagt, glaube ich. Sie hat eine Gehirnschnecke und sie ist hochgebildet. Sehr gut. Gut, dann wollen wir gucken, wo wir stehen im Universum. Auf Platz 2. Also wir haben nur diese militanten Isolationisten, die uns ebenbürtig sind und die sind uns nur in der Technologie überlegen momentan. Das ist gar nicht schlecht. So, wir haben jede Menge. Was ist das hier? Hifna und Stekashi sind hier. Okay. Terraformieren wir die schon? Wollen wir die terraformieren? Gucken wir mal. Nee, wir terraformieren nicht. Okay. Dann schauen wir mal hier. Ach so. Wir haben hier das letzte Mal von den Hifner ein bisschen was erobert. Wir haben befreundete Bande zu denen hier. Haben wir eine Föderation? Nee, haben wir nicht. Könnten wir aber vielleicht mal ins Auge fassen. Sie fokussieren sich auf ihre innere Perfektion. Also die wollen nicht mit mir föderieren. Haben kein Interesse an Diplomatie. Okay. Was ist mit denen hier oben? Er fordert ausgezeichnete Beziehungen. Okay. Gut, dann wollen wir mal. Das können wir alles nicht. Weil wir ausgezeichnete Beziehungen brauchen. Wir können deren Unabhängigkeit garantieren. Und die Beziehung verbessern. Und mit denen hier genauso. So. Dann können wir mit denen vielleicht eine Föderation machen. Fertig ist. Hier sind die im Tock. Ich hoffe, die wissen, was sie da machen. So. Hatten wir irgendwelche wichtigen. Oh Mann, hier haben wir Handelslinien nicht verbunden, wie es scheint. Wo ist unsere Heimat hier, Atlantik? Ach so, die hier alle nicht, okay. Alle nach Seoul. So, jetzt haben wir alle Sternbasen verbunden. Ne, die hier fehlt noch. Die fehlt noch, gut. So, jetzt haben wir Handelslinien. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich in Zukunft Piraterie geben, wenn wir uns nicht beeilen, damit hier die. Ja, dazu brauchen wir Einfluss, den wir nicht haben. Wir müssen uns beeilen, hier die ganzen Sterntore zu bauen. So, Rivalität beendet. Stärkung Transit. Verfügbarer Aufstiegsvorteil. Können wir uns hier irgendwas nehmen? Schauen.
Wir können zur Krise werden. Wir können Todesstern bauen. Mehr Sternenbasen ist immer gut eigentlich. Zumal wir auch gerade zu viele haben. Arkäologie haben wir schon eine. Ich glaube, wir brauchen zwei, brauchen wir nicht, oder? So viele Arkäologien brauchen wir nicht, wenn wir die ganzen schönen Gaia-Welten haben, glaube ich. Also lassen wir das mal sein. Nehmen wir einfach mal. Ja, Gaia-Welten machen können wir schon. Wir könnten unsere ganzen Welten alle größer machen. Transzendentes Lernen ist, die Anführer werden besser. Wir haben die ganzen... Ja, das können wir alles nicht. Galaktische Wunder. Oh, wir sparen auf galaktische Wunder, genau. Gut, dann nehmen wir das noch nicht. So, was bauen wir hier? Wo ist die? Da oben. Matreus. Eigentlich Geld haben wir schon genug. Mehr Ankerplätze. Können wir mehr Schiffe bauen. Und Ressourcensilos. Ah, hier genauso. Oh, okay. Gut, wir haben ein, wie sagt man, ein Defizit an Konsumgütern. Da müssen wir uns drum kümmern. So, das ist eine Agrarwelt. Kann ich die in eine... Nee, kann ich nicht. Momentan kann ich sie nicht in eine Gaia-Welt verwandeln. Hier 16, 15 seltene Kristalle sind am seltensten. Und wir brauchen auch neue Verwaltungszentren. So. Generatorwelt, sagt er da. Das ist aber sehr nett von ihm. Und schon sind wir wieder aus... und können nichts mehr bauen. Receiving transmission. Oh. Wir glauben, das Überlebenskomitee der Terraner und Buvadon Stellar Authority viel haben, was ihnen gegenseitig helfen würde. Wir schlagen vor, einen für beide Seiten vorteilshaften Wirtschaftspakt. Machen wir mal. Unabhängigkeit. System scan complete. Und die wollen Forschungsabkommen mit mir. Sehr gut. Und die wollen auch ein Forschungsabkommen mit mir. Receiving transmission. Und die wollen Defensivabkommen. Sehr gut. Es kostet alles Einfluss, aber... Receiving transmission. Migrationsabkommen, na gut. Sternentor-Baustelle, okay. Wir brauchen 2500 Alloys und 6000 Energie. Okay, gucken wir mal. 2500 Alloys. Das dauert eine Weile, bis wir die haben. Da in Atlantik, sehr gut. Dann wollen wir mal hier hin. Da können wir auch eins bauen. Hier haben wir ein prima System zum Kolonisieren noch. Mhm. Beamter Ingenieur machen wir hier.
So, Herrscher gewählt. Qiang Liang. Okay. Wissenschaftler von Talassa. Okay. Ja. Haben wir irgendwelche Sachen, die wir erforschen können hier? Nur Trümmer. Trümmer in die Kanda. Sprungantrieb 1. Naja gut, nur ist zu spät. Sensorfehler, okay. Ein besonders aufmerksamer Agent in Mytok Star Dynasty hat es geschafft, einen Teil des mytokischen Verschlüsselungscodes in die Hände zu kriegen. Anscheinend hat ein unvorsichtiger Mytok-Verwalter das Gerät einfach liegen lassen. Diese Codes allein werden uns bei unseren Einsätzen in Mytok Star Dynasty bereits helfen, doch die Untersuchung des einzigartigen Designs des Geräts hat uns auch neue Einblicke für unseren allgemeinen Einsatz in Sachen Codeknacken geliefert. Hervorragend. So. New technology discovered. So, machen wir das mal so. Sprungantrieb könnte ich jetzt natürlich erfinden. Aber brauche ich den, ist die Frage, wenn ich schon Sternentore habe. Sehr gut. Und wo war das? Wollte ich hier, die Baustelle war im Atlantik-System. Jo. New technology discovered. Mhm. Construction online. Achso, der baut noch gut. New technology discovered. Mhm. Ihr könnt mal alle nach Hause fahren. Hervorragend. Ja, 100 brauchen wir für die Sternentor-Baustelle. Und wir haben momentan plus 0. Das ist irgendwie nicht so gut. Und wir haben jede Menge Arbeitslose, die wir wahrscheinlich nicht umsiedeln können, ohne... Ja, ohne dass wir dafür Einfluss bezahlen, was wir nicht wollen. Also bauen wir hier mal ein paar Gebäude hin, würde ich sagen. Establishing Colony. So, das ist auch eine Tech-Welt. Ist das eine Tech-Welt? Das ist eine Unity-Welt. Okay. Hier. Aber ich weiß nicht, ob wir das wirklich brauchen hier. Machen wir eine Raffineriewelt raus. Das ist eine Agrarwelt, aber hier fehlt ja noch. Das hier. So. Sonst noch irgendwelche Leute ohne Beschäftigung. Okay.
Jastun-Flüchtlinge treffen ein. Eine ramponierte Flotte kleiner Zivilschiffe mit Jastun, die von Hismar State geflohen sind, ist in unserem Raumbereich eingetroffen. Nachdem wir ihnen Lebensmittel gegeben und ihre Verwundeten medizinisch versorgt haben, erhielten die Flüchtlinge Erlaubnis, sich auf St. Pomeroy niederzulassen. Diese zerlumpten und verängstigten Flüchtlinge sind Überlebende des Hismar-Ausrottungsprogramms gegen ihre Spezies. Ihre Flucht war nur dank eines hastig organisierten Untergrundnetzwerks und einiger wohlwollender Handelskapitäne möglich. Sie sind hier willkommen. Das New Earth, ja. Okay. Noch ein Sternentor, sehr gut. Auf 81 jetzt. Obwohl wir kaum was dazu kriegen. Gucken wir mal unsere Fraktionen an und vielleicht, ich habe gemerkt, man kann die auch umbenennen. Peace and Order. New technology discovered. Okay. Neue Forschung. Anführerverbesserung. Oh, niedrige auf Unuk. Oh, 12! 12 arbeitslose Pops, das ist ungünstig. Gibt ihnen mehr Leistung, würde ich sagen. Okay. Der baut da jetzt rum. Okay. Was wollte ich machen? Ich wollte bei den. Gucken hier. Das ist Council of Research Efficiency. Die wollen, dass KI gestattet ist, technische Vorreiter sollen wir sein, Wissenschaft ohne Grenzen finden die gut. Drei andere Reiche brauchen wir, Forschungsabkommen, okay. Das werden wir hinkriegen und Roboter Night, mit anzusehen, wie andere Sternnationen Roboterbewohner zur Schau stellen, während es auf keiner unserer Welten Vergleichbares gibt, sorgt für Missfallen. Haben wir schon Roboter? Weiß ich gar nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Müssen wir mal gucken. Okay, das ist also unsere Wissenschaftspartei. Das ist die Partei. Wie nennen wir die? Haben wir so eine Partei? Nee, wir haben irgendwie in der Realität haben wir so eine Partei, glaube ich, nicht. Fortschrittspartei, was soll's. Nennen wir das mal, damit wir hier im tyrannische Fortschrittspartei. Dann haben wir Peace and Order, die sind autokratisch, antidemokratisch, sind für eine differenzierte Gesellschaft, also dafür, dass die Strata sehr große Unterschiede haben. Es Unterschiede gibt in dem sozialen Status und in den Gehältern. Elitisten und extranationale Autorität, wird so das. Die Ausweitung unseres Einflusses zur Dominierung der Untertanennationen sorgt für Zustimmung bei Peace and Order Movement. Hm. Okay, gut, das. Die nehmen wir mal die CDU. So, Martial Supremacy Alliance. Aggressive Diplomatie, Eroberung, lokale Rivalität brauchen wir und imperiale Hegemonie. Die wollen also einen Kaiser haben. Die wollen unseren alten Kaiser Wilhelm wieder haben. Okay. Okay. Irdische Monarchisten. Sehr merkwürdiges Konzept, okay.
Progress Promotion Board. Die möchten, dass wir liquide sind. Möchten, dass wir möglichst wenig Krieg führen. Frieden erhalten und Gewaltlosigkeit. Das ist so eine Mischung aus Linkspartei und FDP. Das ist sehr merkwürdig. Okay, meinetwegen. Das sind die Freien Friedensdemokraten. So. Die Xeno-Compassion League, keine speziesweite Versklavung, keine Säuberung, multikulturelle Gesellschaft, alle Flüchtlinge willkommen. Wir sollen föderiert sein, wir brauchen neuen Kontakt und proaktive Erstkontaktprotokolle. Ja, das ist dafür, ist zu steht. Das Einzige, was wir noch machen können, ist föderieren. Und dann ist das die... Ah, sagen wir mal Partei. Der galaktischen Solidarität. Oh, passt nicht hin. Dann eben galaktische Solidaristen. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber wir tun einfach mal so, als wäre es eins. Defense First Movement. Unerschütterliche Verteidigung, alleine stark, eingeschränkte Bewegungsfreiheit, Nicht-Angriffspakt, Frieden, isolationistische Diplomatie, proaktive Erstkontaktprotokolle. Also die wollen, dass ich mich isoliere, aber mit den anderen Kontakt aufnehme. Okay. Ah, wie nennt man sowas? Das sind pazifistische... Nee, unerschütterliche Verteidigung ist nicht unbedingt pazifistisch. Das sind Identitäre... Defensivisten. Okay. Die möchten, die sind anti-autokratisch, möchten Bewegungsfreiheit, reproduktive Freiheit, Anti-Differenzierung, geboren in Gleichberechtigung möchten die. Okay, das ist alles bei uns bis auf anti-autokratisch nicht gegeben. Galactic Emancipation Forum. Das ist das... Bündnis, sagen wir mal, 2390. So, und Committee of Faith and Values. Die sind gegen Roboter, gegen hochentwickelte Maschinen, möchten den säkulären Staat, finden die doof, psionische Verfolgung. Ja, haben wir nicht gemacht. Umkämpfte Minderheit. Unheiliger Bonus. Das ist der Partei. Bibeltreuen Christen. So. Okay, so. Jetzt haben wir ungefähr... ich meine, wir könnten hier stattdessen noch andere Parteien, die es gibt, einbinden, aber das wäre, glaube ich, sowas hier zum Beispiel der SPD zuzuschieben, wäre, glaube ich, unfair. Und die hier sind zu pazifistisch für die FDP und zu sehr auf Schuldenbremse für die Grünen, also oder für die Linkspartei. Und Monarchisten haben wir zum Glück im deutschen Parteienspektrum überhaupt gar nicht mehr. Insofern lassen wir das mal so. Ihr dürft euch mal zusammentun hier. So.
hier. Ja, ich muss warten auf meine 100 Einfluss, damit ich hier endlich in Antares noch eins bauen kann. Und hier haben wir natürlich das Wurmloch. Vielleicht sollten wir hier mal ein Forschungsschiff hinschicken, um das zu erkunden. Warum kommst du da nicht hin? New technology discovered. Kommst du da hin? Ja. New technology discovered. Also das ist Schilde ein bisschen besser, Schaden ein bisschen besser, Kostengebäude ein bisschen weniger. Da finden wir halt die Sprungtriebwerke, was soll's. Befehlslimitflotte, sehr gut. Okay. Wir haben sie bald schon beschäftigt, die Leute hier. Sehr gut. Es werden immer weniger Konsumgüter hier. Das ist ja furchtbar. Aber wir haben genug. New technology discovered. Gerne umsiedeln. Wir brauchen mehr Roboter, glaube ich, hier. Da. New technology discovered. Wurmloch erkunden. Mal gucken, wo geht das hin, das Wurmloch? Hier hin. Okay, sehr gut. Trefferpunkte, Kostengebäude. Und Flottenkapazität, Verwaltungslimit bräuchten wir. So. Oh, wir haben schon Klontanks hier. Okay, dann brauchen wir eigentlich keine Robotermontageanlagen. Beides ist ungünstig. Ah, noch ein Sterntor, sehr gut. So, was bauen wir denn hier? Ich meine, so ein Holotheater stört nicht, weil wenn das hier erstmal voll ist, dann denke ich mal, brauchen die auch ein bisschen Unterhaltung. Planetare Schilde. Ist das Schadenorbitalbombardierung? Hm. Ein Überraschungsfang. Unser in Tok Star Dynasty eingesetzter Spionageoffizier berichtet von der erfolgreichen Akquirierung eines neuen Spionagemittels. Einem uns sympathisierenden Kontakt, der für unsere Einsätze bei Bedarf zur Verfügung steht. Also wir haben einen neuen V-Mann. Es wurden alle notwendigen Formalitäten erledigt, um sicherzustellen, dass dieser neue Kontakt echt ist. Auch wurden Protokolle erstellt, die das Ziel haben, unter anderem das Risiko potenzieller Doppelagenten zu minimieren. Sehr schön. Huch! Holla die Waldfee! Der Galaktische Senat hat einen Beschluss verabschiedet, in dem Hisma State zu einer Bedrohung für das Leben aller fühlenden Wesen und einer Krise galaktischen Ausmaßes erklärt wurde, was zur Folge hat, dass sich Hisma State ab heute in einem Zustand des totalen Krieges mit der gesamten galaktischen Gemeinschaft befindet. Repräsentanten des Senats haben alle Mitglieder der Gemeinschaft dazu aufgerufen, ihre Flotten zu mobilisieren und einen konzertierten Angriff auf das Territorium der Hisma zu beginnen. Die Galaxie wird keinen Frieden kennen, solange die Bedrohung durch die Hisma nicht ein für alle Mal beseitigt ist. Mit dem Austritt von Hisma State aus dem galaktischen Gemeinschaft greift ein obskurer Artikel, laut dem nur ein Mitgliedstaat der Gemeinschaft den Hauptsitz des galaktischen Marktes beherbergen darf. Daher wurde der Hauptsitz des Marktes im Hisma-System aufgelöst. Die letzten Händler verließen heute widerwillig ihre Posten und beklagen die massive Störung des galaktischen Handels, die dieser dramatische und ihrer Ansicht nach unnötige Schritt verursacht hat. Die Nominierungen für den neuen Standort des Hauptsitzes laufen bereits und das Handelsministerium der Gemeinschaft gab eine Erklärung heraus,
wie sehr es den derzeitigen Zustand bedauere und versprach, dass rasch ein neuer Hauptsitz gefunden werden würde. Okay, das ist also so die Hisma hier oben, die machen ihren eigenen Brexit quasi. Wir haben hier... Oh nee, das geht hier gar nicht rein bei den Hisma. Okay. Ich habe gar keine Grenzen mit den Hisma. Warte mal, hier geht er dahin und die Hisma... Eieiei. Wo? Hier. Ja, hier müsste ich hin. Hier müsste ich hin mit meinen Schiffen. Wollen wir die mal alle auf den neuesten Stand bringen? Genug Alloys haben wir ja gerade. Okay, dann würde ich sagen, das ist ein super Punkt, um wieder mal die Folge zu beenden. Falls sie euch gefallen hat, wie gesagt, liked und subscribed und drückt diese Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn neue Videos da sind. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.